Seit 2002 unterhält die Cinemathek Suisse mit dem Forschungs- und Archivierungszentrum Zürich eine Geschäftsstelle in der Deutschschweiz. Diese geht zurück auf die Filmarbeit der katholischen Kirche. Seit 1942 betrieb diese ein Filmbüro in Zürich, das die Filmzeitschrift Der Filmberater publizierte. Im Rahmen dieser Tätigkeit entstanden Dokumentationsdossiers mit Pressedossiers, Flyer, Presseartikel oder Fotos zu Kinofilmen und zu Organisationen aus dem Kinobereich. Diese Materialien sind heute wichtige Quellen der Schweizer Filmgeschichte. Ein weiterer wichtiger Sammlungsschwerpunkt sind die Papierarchive. Es handelt sich dabei um Arbeitsunterlagen, die Filmschaffende oder Organisationen, Produktion, Verleih oder Kino uns übergeben, um sie langfristig aufzubewahren. Die Papierarchive in Zürich dokumentieren vor allem den Deutschschweizer Autorenfilm seit ca. den 1970er Jahren. Es gibt aber auch ältere Bestände, etwa das Archiv der Präsenz Film AG, eine Produktions- und Verleihfirma, deren Aktivitäten bis in die frühen 1920er Jahre zurückreichen. Zudem ist die Cinemathek in Zürich selbst im Bereich der Digitalisierung und Vermittlung tätig und kooperiert mit anderen Film- und Gedächtnisinstitutionen. 2019 entstand eine Online-Publikation zu Zürcher Gebrauchsfilmen mit Texten von Studierenden des Seminars für Filmwissenschaft. Oder 2022 fanden in Zusammenarbeit mit dem Kino Xenix und dem Kunstfilmfestival Ponydays Aufführungen von feministischen Filmen der 1970er Jahre statt, darunter Filme von Tula Roy, Lucienne Lana oder Marlies Graf.